Was geht, Freunde, und willkommen zu einem neuen Spiel aus meiner Oberliga-Saison. Wir spielen heute in Gütersloh und das Spiel ist ein echter Kracher, spielt nämlich Dritter gegen Vierter. Wir stehen auf Platz 3 mit 42 Punkten und hinter uns Gütersloh mit 38, wenn man sich hier die Tabelle anguckt. Deswegen, also Gütersloh bräuchte echt einen Sieg, um weiter vor oben dran zu bleiben. Wenn wir natürlich siegen, können wir klettern. Bei einer Punkteteilung würde ich fast sagen, dass wir so ein bisschen als Gewinner rausgehen. Wir wollen natürlich 3 Punkte holen und das Spiel hat es auf jeden Fall tabellarisch schon in sich. Und wir schauen mal auf die Aufstellung. Da ist Bruno im Tor, links spielt Schuh, dann Esser und Jeff in der IV. Rechts spielt Tom, Burak und Nikov 6 und 8, Timon auf der 10. Links Emre, rechts Kami und Mike ist weiterhin vorne drin. Der ist ja als ich Corona erkrankt war, in die Startelf gerutscht und hat es echt sehr, sehr gut gemacht. Deswegen absolut verdient, heute auch wieder von Anfang an zu spielen. Ich kann aber schon mal sagen, dass ich auch im Spiel reingekommen bin später. Ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, rein ins Spiel. Let's go. Ja, Leute, das Stadion in Gütersloh ist auf jeden Fall immer von einer geilen Kulisse geprägt. Da kommen echt immer viele Fans hin. Ich glaube, irgendwie oder um die 800 oder 900 waren da, wenn ich mich nicht irre. Und ja, man sieht es hier nochmal, ein konzentrierter Kreis vorm Spiel. Wir hatten uns einiges vorgenommen. Und dann geht es auch rein ins Spiel. Ja, Gütersloh hatte direkt gute Offensivaktionen, kommen hier nach vorne und bringen jetzt eine gefährliche Flanke in den Strafraum. Und da ja, können wir froh sein, dass er durchfliegt und da keiner noch dran geht. Die Nummer 8 und Nummer 4 sind auf jeden Fall sehr gefährlich in der Nähe des Balls. Aber ja, 8. Minute habt ihr gesehen, war oben auf der Anzeige, aber nichts passiert. Hier können wir gerne drüber sprechen. Ich habe da eine klare Meinung zu, hatte ich auch im Spiel schon. Der Schiri, seht ihr jetzt gleich, zückt schon die gelbe Karte. Aber Freunde, lasst uns da gerne nochmal drauf gucken. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Für mich, der Ball ist längst weg, kann man hier auf jeden Fall über Rot sprechen. Also das ist eine absolute Gefährdung der Gesundheit des Gegners. Trotzdem hier Nummer 8 von Gütersloh Glück gehabt, dass es nur Gelb gab. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Foul sagt. Die nächste Ecke von Gütersloh und ja, Bruno richtig stark geklärt. Und guckt euch mal diese Körpertäuschung von Emre an. Er lässt einfach 2 Leute stehen, ja, und dribbelt dann ein bisschen nah an der Außenlinie, sodass der Ball ins Aus geht. Aber auch super mitgespielt von Bruno, muss man sagen. Echt stark. Hier kommt jetzt eine gute Flanke von Schuh und hier, ja, weiß ich nicht, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn Mike hinter Nico den Kopfball nimmt. Aber das kann Nico natürlich auch nicht wissen. Ich weiß nicht, ob Mike gerufen hat. Auf jeden Fall schwierig, dann immer schnell zu schalten, beziehungsweise dann den Ball einfach durchzulassen, wenn du eh schon abgehoben bist. Genau, hier nächste Aktion für Gütersloh. Wir kriegen den Ball irgendwie nie so richtig geklärt. Jetzt scheint es so, aber auch nicht so richtig. Der Ball kommt wieder vorne rein und jetzt auch wieder nicht so richtig geklärt. Also das ist echt die Beschreibung von Ping-Pong. Und ja, dann kommt der Ball jetzt wieder nach außen und wird gefährlich reingebracht. Und das ist natürlich wieder stark von Bruno. Das musste ich einfach mit reinschneiden. Er hatte echt viele gute Aktionen in dem Spiel. Hat es richtig stark gemacht und das werde ich auch gleich nochmal sehen. Hier, finde ich, lösen wir uns richtig gut raus. Gütersloh steht sehr, sehr eng. Wir schaffen es aber mit Kurzpassspiel uns daraus zu lösen. Auch wenn hier ein Fehlpass von Timon ist, Mike arbeitet direkt mit nach hinten und erobert den Ball zurück. Und auch Mike ist es jetzt hier, der den Freistoß rausholt und sogar eine gelbe Karte. Also eine richtig geile Aktion. Es war ein sehr, sehr kampfbetontes Spiel mit vielen Zweikämpfen. Und ja, so ist auch die erste Halbzeit vorbei. 0:0 und wie ich schon gesagt habe, viele Zweikämpfe, viele eklige Zweikämpfe. Aber so ist das manchmal in der Oberliga. Hier direkt nach dem Anstoß muss ich sagen, leider ein Missverständnis zwischen Burak und Mike, sonst wäre es echt gefährlich geworden, glaube ich. Emre dribbelt hier auf die Abwehr zu und ja, trifft hier, glaube ich, im Nachhinein eine falsche Entscheidung. Ich glaube, wenn man sieht, links laufen Tom und Nico, wenn er da rauslegt, stehen die, glaube ich, ein bisschen besser. Er wollte auf Ose lupfen, also auf Mike. Ja, aber du kannst dich nicht immer richtig entscheiden. Das ist natürlich schwierig in der Situation dann. Hier langer Ball von Kami, auch richtig starkes Ding. Und Emre geht jetzt ins 1 gegen 1 und geht an der Nummer 8 vorbei und bringt jetzt den Ball nicht richtig aufs Tor, beziehungsweise er wird geblockt. Schwierig. Für Mike war das Spiel jetzt vorbei, hat einen guten Job gemacht, hat die Abwehr müde gelaufen und jetzt durfte ich aufs Parkett und habe jetzt hier meine erste Aktion. Kann den Ball auf Burak spielen. Burak will jetzt hier durchspielen, aber der Verteidiger kann ihn gut blocken. Hier will Nils auf mich. Die Situation endet jetzt gleich in einem Distanzschuss von Nico. Der, finde ich, im Spiel sah der nicht gefährlich aus. Hier muss ich sagen, da kommt er. Sieht er gar nicht so schlecht aus, aber er kommt nicht gefährlich aufs Tor. Ich hole mir den Ball hier an der Mittellinie ungefähr ab und verlagere jetzt auf Kami raus. Und ja, Kami hat nicht so richtig die Option in der Mitte, deswegen versucht er jetzt abzuschließen. Und eigentlich ein ganz geiler Schuss. Ich sage, wenn der aufs Tor kommt, ist er auf jeden Fall gefährlich. Verzieht aber leider so um einen Meter. Jetzt kommen auf jeden Fall mehrere Aktionen von uns. Allerdings muss Bruno sich jetzt erstmal nochmal auszeichnen. Und zwar mit der krassesten Aktion, die ich je gesehen habe. Guckt euch das an. Ein verdeckter Volley und Bruno lenkt den an den Pfosten. Also Leute, wie krank ist das bitte? Das Video müsst ihr allein schon liken, um Bruno Support zu zeigen. Richtig, richtig heftig. Hier bekomme ich den Ball wieder, hole ihn ab und
verlagere auf Umut, der in der Zwischenzeit reingekommen ist. Und hier bekomme ich den Ball wieder, schnelle zwei Kontakte auf Nils raus und dann, ja, sucht Nils den Abschluss, finde ich auch völlig legitim. Er hätte, glaube ich, auch zurücklegen können, aber der Ball, ja, manchmal rutscht er durch die Beine, so ist das. Also gar nicht so schlimm von Nils, das zu probieren. Ja, das ist jetzt eine Situation, über die ich mich sehr, sehr ärgere. Ich werde hier durchgesteckt und kann jetzt gleich den, also ich hätte den Kontakt suchen müssen zum Verteidiger. Hier, wenn ich hier das linke Bein ein bisschen einhake, kriege ich auf jeden Fall einen Elfmeter. Ich kann nur sagen, ich war fair in der Situation, ich habe keinen Kontakt gespürt, somit habe ich mich auch nicht fallen lassen im Nachhinein. Man kennt es von den großen Stürmern, man kann sich fallen lassen, wenn man Kontakt herstellt oder sucht. Muss ich noch lernen, aber ist auch nicht so einfach. Das Spiel endet jetzt auf jeden Fall hier mit der Aktion, wo Jeff übers Tor köpft und ich wäre dahinter einfach frei gewesen. Das Ding ist, ich habe Jeff einfach nicht gesehen, dass er da reinkam. Ja, und ihr seht es oben auf der Anzeige, 90. Minute. Das Spiel ist nämlich genau jetzt vorbei und es endet mit 0:0. Fühlt sich aber irgendwie nicht wie 0:0 an, weil irgendwie total viele, ja, spannende Situationen drin waren, die das Spiel lebhaft gemacht haben. Und ja, ich glaube, für die Zuschauer im Stadion war es auf jeden Fall ein geiles Spiel, auch wenn man ja immer sagt, 0:0 ist irgendwie langweilig oder so. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ihr feiert die Serie weiterhin und verfolgt unsere Saison. Jetzt wird es auf jeden Fall mega spannend. Ihr habt es gesehen, Dritter gegen Vierter, das Spiel war schon mega spannend. Und ja, wir spielen auf jeden Fall noch gegen die von oben. Deswegen müssen wir uns straffen und da die Punkte sammeln. Und ihr seht, wie eng es auch von den Punkten her oben ist. Da ist noch alles drin. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen und ihr seid nächste Woche wieder dabei. Ansonsten bleibt sportlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.